Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von In Any Case. In diesem Format geht es darum, dass ich drei verschiedene Videos mache, in denen ich euch drei verschiedene Mord- oder Kriminalfälle vorstelle. Und ihr müsst erraten, ob das stimmt oder ob das einfach nur eine Geschichte ist, die ich mir ausgedacht habe. Ihr entscheidet. Der folgende Mordfall fängt in Amerika an. Um genauer zu sein, in Wichita. Der Mörder arbeitete für die US Air Force als Mechaniker. Nach Einsätzen in Südkorea, der Türkei, Griechenland und Japan kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Dort studierte er Justizverwaltung. Danach arbeitete er in einem Supermarkt in der Fleischabteilung. Ein sehr makaberer Job für einen Mörder. In den 70er Jahren arbeitete er als Monteur in einer Camping-Ausrüstungsfirma, wo auch zwei seiner Opfer arbeiteten. Doch damit nicht genug. Er arbeitete auch für eine Haussicherheitsfirma. Dadurch konnte er sich Zugang zu Häusern verschaffen und seine Kunden tagelang beschatten und hatte Zugang zu Privaträumen und privatem Eigentum. Eine unfassbare Vorstellung. Ein Mann, der für Sicherheit sorgen soll, ist in Wahrheit ein Mörder. Er galt in der Nachbarschaft als streng, als kleinkariert, als unnachgiebig. Es wirkte so, als wäre er ein unangenehmer Mann. Er arbeitete in einer lutherischen Kirche und war sogar der Präsident der Gemeinde. Trotzdem begann er 1974 bis 1977 mindestens 7 Morde an fast ausschließlich weiblichen Personen, darunter auch Kinder. Von 1985 bis 1991 beging er 3 weitere Morde. Und jetzt das Besondere an diesem Verbrechen. Der BTK-Killer ging immer nach dem gleichen Prinzip vor. B für Bind, T für Torture, K für Kill. Fesseln, Foltern, Töten. Das war seine normale Vorgehensweise. Doch das reichte ihm nicht als Nervenkitzel. Er schrieb Briefe an die Presse, an die Polizei und gab doch preis, wen er wann umgebracht hat. Als Beweis diente ein Führerschein und ein Foto vom Tatort. Er wollte also mit den Opfern und mit den Fahndern spielen. Er wurde zu dieser Zeit nicht gefasst. Erst als er 2004 sein letztes Päckchen verschickte, mit einer Diskette als Inhalt, konnte das FBI ihn schließlich überführen. Es wurde zurückverfolgt, dass er in seiner Kirche an einem Computer den Text verfasst hat. Es konnte auch zurückverfolgt werden, dass der Mann, der den Text geschrieben hat, Dennis heißen muss. Daraus schließt das FBI nur, dass es nur eine Person gewesen sein kann. Durch DNA-Proben und medizinische Untersuchungen wurde klar festgestellt, dass er der Killer sein muss. 2005 wird er schließlich gefasst. Da er in einem amerikanischen Bundesstaat wohnt, der keine Todesstrafe hat, wurde er zu 10-mal lebenslänglich verurteilt. War das die Wahrheit? Oder vielleicht einfach nur Erfindung? Ihr entscheidet. Seid gespannt auf die nächste Geschichte und denkt immer daran, passt gut auf euch auf, denn jeder könnte ein Mörder sein.